Also ich bin der Volker und ich bin auf dieser Tour der Busfahrer. Das heißt, 7-8 Stunden fahren, ankommen, Bus sauber machen, bisschen im Internet, bisschen DVD, früh schlafen gehen, dann je nach Abfahrtzeit 1 Uhr aufstehen, 2 Uhr aufstehen, 3 Uhr aufstehen, je nachdem. Die Jungs machen keine Probleme, alles ist sauber, sehr leise, man lässt mich schlafen. Angenehm, ja, sehr angenehm. Ich bin Stefan und ich mache Merchandise für HSB. Wir kommen in der Stadt an, ich wach früh dort auf, gucke erst mal in den Club, gucke, ob ich was essen, zu essen finde. Ja, und dann lade ich meine Kisten aus, prüfe meinen Bestand, gucke, was ich noch aus dem Bus mit rausnehmen muss und was nicht. Baue hier auf und dann habe ich erst mal Freizeit. Abends reißen sie mir die T-Shirts aus den Händen. Es ist dann meistens so um 7 Uhr Doors. Da bin ich dann da und da geht's dann los. Ich bin Jo, ich bin der Front of House Mischer von Heaven Shall Burn auf dieser Tour. Also normalerweise bin ich einer der Ersten, der reinkommt und ich checke dann die PA. Ich drehe meine Musik über die PA, gucke mal auf Mischpult, auf die Specifications, stimme mit, was wir mit Vertrag mitgeschickt haben. Und dann fange ich halt an zu tunen, die PA zu tunen. Und dann mittlerweile kommt dann die Backline rein und machen wir Soundcheck. Und nach dem Soundcheck habe ich ein bisschen frei und dann ist es halt warten bis zur Show. Das Touren an sich ist nicht so. Das scheint cooler zu sein, als es wirklich ist. Es ist langweilig. Aber ich mag es halt, Sound zu machen, wenn man das jeden Tag machen kann. Cooler. My name is Brian. I'm programming the lights for Heaven Shall Burn. It's fairly easy. I get up, find something to eat, and then spend 2 hours setting up the lighting. Maybe half an hour or so working with the house lights, doing a focus, programming all of my moving lights and strobes, things like that. And then I take a little bit of a break while the other bands are on stage, and that's pretty much it. You know, okay. I do a show, go to sleep. I have just only the packs that the darn yeah. My thing. That's like 8 packs left. Oh. So, hallo, bin der Marc. Ich bin der Gitarren- und Basstechniker. Also ich baue quasi alles auf, was mit Gitarre und Bass zu tun hat. Ich sag mal so, ich beschreibe es auch immer gern, Tourleben, wie als ob man wieder Kind ist. Weil man hat, das ist eine Tagesplanung, man weiß genau, wann was ist. Es gibt Essen, Morgen, Mittag, Abendessen. Der Vater ist der Tourmanager, der kümmert sich um alles. Wenn man ein Problem hat, muss man zu dem gehen. Super easy alles. Ansonsten ist eigentlich reingehen in den Club. Frühstücken ein bisschen und dann wird der Trailer schon ausgeladen und je nachdem, ob man Headliner oder Supportband ist, halt dann direkt seinen Kram aufbauen, alles verkabeln, Gitarren neu beseiten, Batterien wechseln, also einfach, dass alles in Schuss ist für die Show. Und wenn der Soundcheck dann fertig ist, ist eigentlich nur noch lange Wartezeit bis zur Show halt. Also ich bin Benny, bin 29 Jahre, komme aus Leipzig und bin quasi hauptverantwortlich für die Band Heaven Shall Burn als Tourleiter und kümmere mich eigentlich um alles, was auf der Tour anfällt, von Abrechnung bis Merchandise bestellen, bis mit den einzelnen Venues koordinieren, die Vorproduktion, Verträge. Wir kommen meistens so gegen 11 an, um 12 ist meistens Get-In. Ich check das Catering, ob das okay ist, gerade bei uns Veganern, ob da genug zu essen da ist für die, weil es manchmal ein Problem gibt. Dann checke ich die Backstage-Räume, wo die Bands dann sich verteilen. Wir sind dann 4 Bands auf der Tour mit den amerikanischen Kollegen zusammen. Mache die Beschilderung, dass sie wissen, hier ist ihr Backstage-Raum. Gästeliste rechtzeitig von den Bandmitgliedern an der Tür, das ist ganz wichtig auf der Tour. Das größte Kriterium für die Bands. Dann, dass sie rechtzeitig auf die Bühne gehen. Absprache mit der Crew, mit der technischen Crew. Dann, dass der Zeitplan eingehalten wird, falls es da Probleme gibt. Ja, ich sag mal so, also schon bin eigentlich meistens der Erste, der auf ist mit und der Letzte, der ins Bett geht, so ungefähr.
Ja, ich bin Alex, ich spiele Gitarre bei Heaven Shall Burn. Also ein Tourtag ist erstmal viel schlafen, dann versuchen eine gute Dusche zu finden und natürlich WLAN zu finden. Ja, aber der Leerlauf dazwischen, das ganze Gefahr oder Gefliege ist schon nach ein paar Jahren ist nicht scheiße oder so. Man ändert da seinen Modus. Also da kann man auch mal irgendwo 12 Stunden rumsitzen und Löcher in die Luft gucken. Aber bei 4 Wochen ist halt schon viel Leerlauf drin, wenn du weite Strecken hast und so. Das ist halt. Aber es ist ja nie alles schön. Also mein Name ist Erik und spiele Bassgitarre bei Heaven Shall Burn. Normaler Touralltag ist eigentlich relativ, kann man mal so sagen, also so ein bisschen wie Altersheim. Also man lebt im Prinzip immer nur von Mahlzeit zu Soundcheck zu Auftritt und wieder im Bus gehen. Also es ist eigentlich relativ vorbestimmt und relativ unspektakulär. Und man verliert relativ schnell den Bezug zur Zeit. Irgendwie so. Also man muss schon öfters mal fragen, so welcher Tag ist heute, wie spät ist es. Und naja, also eigentlich relativ unspektakulär. Die meisten, die keinen Einblick haben, die stellen sich irgendwie immer ein bisschen toller vor, aber ist es am Ende auch nicht wirklich. Also ich bin Christian und mal wieder Aushilfsschlagzeuger bei Heaven Shall Burn für die Tour dieses Jahr. Also ich habe das große Glück, in der Nähe der Kaffeemaschine zu schlafen. Das heißt, ich stehe morgens mit 1 bis 2 Kaffee auf. Und dann gibt es das Prozedere, dass WLAN gesucht wird. Und da wir morgens meistens schon am Club sind, geguckt wird, wie das Wetter ist und ob sich das lohnt, die Stadt zu besuchen. Und dann gucke ich mir Bennys Tagesplan an, den er für uns vorbereitet hat, wann wir wo sein sollen. Und dann springen wir von Soundcheck zu Essen auf die Bühne wieder zum Nachkonzertessen. Da ich Aushilfsschlagzeuger bin, höre ich mir vor den Konzerten noch mal 1, 2 Songs immer wieder an, die wir nicht so häufig gespielt haben, einfach um nachher auf Nummer sicher zu gehen und nicht auf der Bühne zu sitzen und zu schwitzen, weil ich gerade denke, ich habe irgendwas vergessen oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dafür ist das einfach zu wichtig und macht zu viel Spaß. Ich bin Mike, Gitarrist in Heaven Shall Burn und was ich mache, ich spiele Gitarre und bin Jurist. Also da ich so quasi der Pressesprecher der Band bin, stehe ich oft in der Kälte rum und gebe Interviews. Haben natürlich gerade Soundcheck gemacht und ansonsten warten und lesen. Das ist eigentlich der Touralltag. Ich schicke kurz vorm Auftritt eine SMS an meine Freundin. Das ist ein Ritual. Ansonsten bin ich eigentlich wenig abergläubisch. Also da habe ich eigentlich nicht. Also wir haben manchmal, wenn wir gut zusammenkommen, so einen kleinen Schlachtruf, den machen wir da vor dem Auftritt irgendwie. Aber dass ich jetzt irgendwie bestimmte Socken anziehe oder weiß ich nicht, einen Abend vorher ein Hühnchenopfer oder sowas, also das habe ich nicht zu bieten. Also ich bin der Markus, ich bin der Frontmann von Heaven Shall Burn, also der Sänger. Ja, und dann meistens wacht man auf um 12, um 1 und ist dann schon an der Location, wo man dann spielt in der neuen Venue. Da ist dann immer so, dass um 12 die Türen aufgehen. Und das ist dann immer das Gleiche. Man geht rein, tut sich natürlich erstmal ein bisschen frisch machen, seinen Bedürfnissen nachgehen. Dann gibt es meistens schon Frühstück. Dann ist für die Headliner vor allem immer Soundcheck. Dann hat man ein bisschen Freizeit, das genießen die meisten auch sehr. Also ich zum Beispiel war gerade mal unterwegs nach dem Soundcheck. Bis jetzt zu 18, 19 Uhr, bis es wieder Abendbrot gibt, hat man ein bisschen Freizeit als Musiker und kann dann halt die Stadt anschauen oder was auch immer. Ja, und dann geht das los, Meet and Greet, also dass man heißt, dass man sich mit den Fans trifft und so. Das ist immer eigentlich sehr schön, da kann man mal schon mal die ersten Kontakte knüpfen und das ist immer sehr interessant. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon mit Vorbereitung für die Show los. Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel persönlich mindestens 1 Stunde vorher mich zurückziehe und dann wirklich nochmal Ruhe suche und nochmal die Texte vielleicht durchgehe und so weiter und so fort. Und dann ist schon die Show, dann ist eigentlich 24-Stunden-Tag rum.